Heute in der Sendung: Büroeröffnung der Grünen. Bundestagsabgeordnete über ihre Pläne für Hannover. Außerdem Berufswege in das Wirtschaftsleben. Unternehmen und SchülerInnen kommen bei einem Infoabend zusammen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Nicht nur auf Landesebene werden politische Entscheidungen für Hannover getroffen. Auch auf Bundesebene setzen sich PolitikerInnen für die Stadt ein. So auch Svantje Michaelsen und Sven-Christian Kindler von den Grünen. Seit 2021 sitzen sie im Deutschen Bundestag für den Wahlbezirk Hannover. Jetzt wurde ihr neues Büro eröffnet. Dort haben sie auch verraten, was ihre Pläne für die Zukunft sind. Alicia Heinze berichtet. Im Sommer bezogen die Bundestagsabgeordneten Svantje Michaelsen und Sven-Christian Kindler ihre Büros in der Landesgeschäftsstelle der Grünen. Unter dem Motto »Entschlossen für Klima und Gerechtigkeit« in Berlin und vor Ort luden sie zum Neujahrsempfang sowie ihrer Büroeröffnung in Hannover ein. Als niedersächsischer Spitzenkandidat der Grünen wurde Sven-Christian Kindler 2021 als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag gewählt. Dort ist er Mitglied im Haushaltsausschuss. Also wir kümmern uns um den großen Bundeshaushalt und deswegen setze ich mir dafür ein, dass wir sozial gerecht die Gelder verteilen, dass wir angesichts der Dramatik der Klimakrise konkreten, konsequenten Klimaschutz machen und dass wir auch viele Initiativen für Zivilgesellschaft und Demokratie stärken. Dass wir insbesondere auch die Kommunen stärken mit ihren Investitionen. Deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass ich dazu beitragen konnte, dass zum Beispiel das Fössebad in meinem Wahlkreis 6 Millionen Euro aus Bundesgeldern aus dem Haushaltsausschuss erhalten hat. Zum Neujahrsempfang begrüßte Julia Hamburg, stellvertretende Ministerpräsidentin Niedersachsens und niedersächsische Kultusministerin, die Gäste und lobte die Entwicklung der Grünen. Diese Büroeröffnung ist ja ein weiterer Meilenstein hier in Hannover, denn wenn wir uns die letzten Jahre und Jahrzehnte angucken, wie sich Hannover und auch Grüne in Hannover entwickelt haben, dann kann man ja durchaus sehen, dass mit der letzten Bundestags- und Kommunalwahl wir wirklich viel, viel erreicht haben. Svantje Michaelsen ist seit 2021 Bundestagsabgeordnete und setzt sich unter anderem für die Themen Klimaschutz, Feminismus sowie die Verkehrswende ein. Mein großer Antrieb ist ja das Thema Verkehr und Mobilität. Ich mache jetzt seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen und in Verbänden und Politik Arbeit für die Verkehrswende. Brenne dabei insbesondere für das Thema Fahrrad und hoffe und wünsche mir, dass es in Hannover mit dem Thema Verkehrswende und besseren Bedingungen fürs Fahrrad und auch damit einer lebenswerteren Stadt deutlich vorangeht. Und ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, dass wir auf Bundesebene bessere Weichen dafür stellen. Rund 80 Gäste feierten die Büroeröffnung der beiden Abgeordneten. Darunter Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag und kommunalen Parlamenten sowie aus Initiativen und Verbänden. Und nun zu den Meldungen des Tages aus Ihrer Stadt und Region. Wasserstoffplakette für Ystra-Busse. Wasserstoff gilt als einer der entscheidenden Energieträger der Zukunft. Aus diesem Grund hat die Region Hannover bereits 2021 eine regionale Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht. Daran knüpft sie jetzt mit dem Projekt Generation H2 an. Die Leibniz-Universität, die Hochschule Hannover und auch die Stadtentwässerung Herrenhausen sind Teil des Projekts, das die Energiegewinnung mithilfe von Wasserstoff weiter erforschen soll. Gerade bei der Energie- und Verkehrswende spiele grüner Wasserstoff eine große Rolle. So die Ystra-Vorständin Elke Maria van Zadel. Deshalb sind auf den Straßen Hannovers nun 6 neue Busse der Ystra und Regiobus im Generation H2-Design unterwegs. Vor allem neue PartnerInnen sollen mit der Aktion für das Netzwerk gewonnen werden. Nach mehr als 20 Jahren bekommt das DRK-Krankenhaus Clementinenhaus in Hannover-List eine neue Geschäftsführung. Ralf Benninghof übernimmt die Geschäfte von Birgit Huber, die nun in den Vorruhestand geht. Huber hatte sich in den letzten Jahrzehnten vor allem für die Professionalisierung einzelner Fachbereiche eingesetzt. Ralf Benninghof will als neuer Geschäftsführer vorwiegend die Modernisierung des Krankenhauses voranbringen. Mit 195 Betten zählt das Clementinenhaus zu den kleineren, aber auch gleichzeitig zu den beliebtesten Krankenhäusern Hannovers. Wechsel im Landeskabinett. Bei einer Pressekonferenz stellte Ministerpräsident Stefan Beil am Freitag Daniela Behrens als neue Innenministerin des Landes Niedersachsen vor.
Damit ist sie die erste Frau in diesem Amt. Nachdem Boris Pistorius zu Beginn der Woche seinen Wechsel in das Bundesverteidigungsministerium bekannt gab, wurde die Stelle des Landesinnenministers frei. Bisher hatte Behrens das Amt der Sozial- und Gesundheitsministerin inne. Als größte Aufgabe für ihre Amtszeit sieht Behrens die Sicherheit in Niedersachsen, besonders die der Rettungskräfte. Ja, wir leben in Niedersachsen gut und sicher, weil wir Menschen haben, die sich um Sicherheit kümmern, nämlich Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst. Und es geht darum, dass wir diese Bereiche stärken, dass wir die Arbeit der Menschen möglich machen, dass wir sie nicht behindern, dass wir sie nicht angreifen, dass wir ihre Arbeit wertschätzen. Und daher wird das für mich ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt sein. Sie möchte sich außerdem mehr um Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Kindern kümmern. Nachfolger im Sozialministerium ist Andreas Philippi von der SPD. Philippi ist Mediziner und war bisher Bundestagsabgeordneter in Berlin. Ein Leben ohne Smartphone oder Computer, das ist für viele Menschen heute nur noch schwer vorstellbar. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und bekommt einen immer höheren Stellenwert. Gleichzeitig birgt sie aber auch einige Gefahren. Über genau diese möchte ich am Tag der digitalen Gesundheit mit Simon Ziegler von der Drops-Beratungsstelle für Sucht und Suchtprävention in Hannover sprechen. Guten Tag, Herr Ziegler. Schön, dass Sie heute da sind. Guten Tag. Der Medienkonsum in unserer Gesellschaft nimmt ja immer weiter zu und bestimmt auch das alltägliche Leben immer mehr. Wo hört denn aber eigentlich ein gesunder Umgang auf und wo fängt ein gefährliches Suchtverhalten an? Ein gefährliches Verhalten fängt immer dann an, wenn ich andere Aspekte in meinem Leben zugunsten meines Konsums vernachlässige. Das heißt, wenn ich weniger mich mit Freunden außerhalb des Medienbereichs treffe oder eben einfach gar nicht mehr großartig was unternehme. Wenn man sich mit Mediennutzung beschäftigt, stößt man auch immer wieder auf den Begriff exzessiv. Können Sie vielleicht noch einmal erklären, worum es sich denn bei so einer exzessiven Mediennutzung handelt? Exzessive Mediennutzung bedeutet eigentlich, dass ich überdurchschnittlich viel Zeit für dieses Medium eben aufbringe. Meistens eben auch zugunsten anderer Aspekte in meinem Leben, die dann eben zu kurz kommen, weil ich eben die Zeit eher damit verbringe, zu spielen oder eben auf Social Media unterwegs zu sein. Im Internet gibt es ja ganz unterschiedliche Plattformen von Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Instagram über Computerspiele, aber auch bis hin zu pornografischen Seiten. Welche verschiedenen Ausprägungen der Sucht kommen denn in diesen Bereichen vor? Grundsätzlich muss man sagen, ist nicht alles, was medial zu viel konsumiert oder exzessiv konsumiert wird, eine Sucht. Die einzige Suchtdiagnose, die zurzeit gestellt werden kann, ist die Computerspielsucht, die Gaming Disorder. Der Rest ist eher an Verhaltensweisen, die sich unter anderem auch eben im digitalen Bereich wiederfinden. Dazu gehört Shoppen, also Online-Shoppen in dem Fall, aber eben auch Pornografie. Das sind Verhaltensweisen, die problematisch werden können, aber nicht unbedingt mit dem Medium oder an das Medium geknüpft sind. Unterschied dazu macht die Social-Media-Plattform, wie Sie eben angesprochen hatten. Da ist es so, dass da noch nicht genug geforscht werden konnte bisher, um eine klare Kategorisierung festzulegen. Also da ist es noch ein bisschen offen. Es wird seit Jahren geforscht, aber halt eben noch nicht so viel oder noch nicht genug, als dass man sagen kann, da gibt es jetzt eine Klassifizierung, ist das jetzt eine Sucht oder nicht. Welche Anzeichen für Suchtverhalten konnte man denn bisher ausmachen? Suchtverhalten ist grundsätzlich immer mit Kontrollverlust zu tun oder hat mit Kontrollverlust zu tun. Bedeutet, wenn ich meinen Konsum nicht mehr selbst kontrolliere, wenn ich merke, dass es zwanghaftes Spielen, also ich rede jetzt von dem Gaming Disorder vor allem, wenn es um zwanghaftes Spielen geht, eigentlich mehr so ein Runterspielen, es geht gar nicht mehr um den Spaß im Spiel, sondern nur um des Spielens Willens und natürlich klar Vernachlässigen von anderen Aktivitäten in meinem Leben, soziale Beziehungen, dazu gehört aber auch die Körperhygiene, kann dazu gehören oder die Hygiene meines Haushaltes. Wie sieht denn Ihre Arbeit dann konkret aus? Wie finden Hilfen statt oder wie sieht auch Suchtprävention aus? In der Beratung oder die Beratung ist dafür da, Menschen zu helfen, eben dieses festgefahrene Verhalten irgendwie ein bisschen aufzulösen eigentlich. Das geht vor allem damit, dass man sich erstmal mit dem Konsum auseinandersetzt, ihn analysiert, ein bisschen guckt, woran liegt es überhaupt, dass ich so viel spiele oder dass ich eben so viel Medien nutze. Und da halt versuchen, eine Veränderung hervorzurufen. Beratung wird meistens dann in Anspruch genommen, wenn es eigentlich schon ein Problem gibt oder zumindest ein Problem zu erkennen ist. Die Prävention, die Sie gerade angesprochen haben, die agiert ja schon viel früher. Da geht es darum, im Vorfeld schon einen gesunden Umgang mit Medien zu erlernen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Prävention so früh wie möglich stattfindet.
Zum Abschluss möchte ich Sie gerne noch fragen, welche Forderungen stellen Sie denn jetzt auch am Tag der digitalen Gesundheit an Politik, aber auch an die Gesellschaft? Mehr Prävention tatsächlich. Also Prävention ist das A und O. Wenn ich gelernt habe, mit Medien gesund umzugehen, einen gesunden Umgang mit Medien, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein problematisches Verhalten, auftritt, viel geringer. Also mehr Prävention. Prävention muss viel mehr gefördert werden. Das ist an die Politik ein Appell. Gesellschaftlich, auch Eltern sind dafür verantwortlich, ihre Kinder darüber aufzuklären, wie man sich gut und sicher in digitalen Welten quasi fortbewegt. Also so wie wir im Straßenverkehr unseren Kindern beibringen, wie man sich sicher von A nach B bewegt, auch als Fußgänger und Fußgängerin. So muss man eben auch da gucken, dass die Eltern auch da ihrer Verantwortung bewusst sind, ihren Kindern beizubringen, wie sie sich sicher in digitalen Welten eben zurechtfinden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ziegler. Sehr gerne. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie am 7. Februar bei uns im Programm. Denn da zeigen wir die Podiumsdiskussion Online am Limit. Dein Netz, dein Leben, deine Grenzen. Wie geht es jetzt weiter? Diese Frage haben sich nach der Schule wohl die allermeisten von uns gestellt. Und auch gerade beschäftigt sie viele SchülerInnen der 10. Klasse. Mache ich noch das Abitur oder suche ich nach einem passenden Ausbildungsplatz? Möchte ich im technischen Bereich arbeiten oder doch lieber etwas Kaufmännisches lernen? Die BBS Cora Berliner hat sich diesem Thema angenommen und an zwei Infoabenden SchülerInnen und Unternehmen in Kontakt treten lassen. Mein Kollege Benjamin Lehmann war für sie vor Ort. Wege in das Arbeitsleben. Die konnten SchülerInnen Mitte Januar in der BBS Cora Berliner finden. Rund 70 Unternehmen aus verschiedenen Branchen sind an zwei verschiedenen Tagen vor Ort, um Fragen zu Praktikums- und Ausbildungsplätzen zu beantworten. Christiane Fischer, Schulleiterin der BBS Cora Berliner, freut sich über so viel Interesse bei den Unternehmen für diesen Abend. Wir sind überwältigt worden von dieser großen Resonanz, die wir erzeugt haben. Wir hätten mit deutlich weniger Rückmeldungen gerechnet, aber haben dankbar natürlich alle Zusagen angenommen. Also die Unternehmen sind sehr gesprächsbereit. Wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich den Wert der dualen Berufsausbildung herauszustellen, Jugendliche in ihrer Berufsorientierung zu unterstützen durch solche Präsenzbegegnungen, wie wir sie jetzt hier haben. Wieso solche Infoveranstaltungen für die Unternehmen so attraktiv sind, weiß Sandra Wüsthoff von der Üstra. Weil wir die jungen Leute gleich in Augenschein nehmen können. Wir können direkt ansprechen. Also man überzeugt ja auch mit seinen Antworten hier. Man hat die interessierten jungen Leute hier und nicht irgendjemand, der durchgeschleust wird und gezwungen wird, sich irgendwelche Informationen zu holen. Das ist natürlich auch wichtig für uns. Ziel der Unternehmen ist es, junge Menschen möglichst frühzeitig für sich zu begeistern. Derzeit vor allem aus einem ganz bestimmten Grund. Der Fachkräftemangel macht auch vor der Region Hannover nicht Halt. Die Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer im letzten Jahr kommt zu einem deutlichen Ergebnis. Lediglich 14% der Unternehmen im Großraum Hannover haben keine größeren Probleme, offene Stellen zu besetzen. Wie die Lage bei der Üstra ist, erklärt Sandra Wüsthoff. Also wenn wir jetzt über die Auszubildenden sprechen, ist es eigentlich momentan relativ gut. Da haben wir eigentlich eher in anderen Bereichen Schwierigkeiten. Unsere Bewerbungslage ist noch gut, aber kann auf jeden Fall besser sein. Also wir merken das natürlich auch, den demografischen Wandel. Wir haben nicht mehr so viele Bewerbungen wie vor 10 Jahren, natürlich nicht. Doch andere Unternehmen haben größere Probleme, neues Personal zu finden. Also ich denke, dass sehr viele Unternehmen in Deutschland davon betroffen sind und also wir suchen auch händeringend und freuen uns über jeden, der uns dabei unterstützt. Der Markt ist sehr, sehr eng und wir haben spürbar unter dem Fachkräftemangel zu leiden, suchen weiter händeringend Personal und unser weiteres Wachstum ist nicht durch Aufträge oder Projekte oder Kunden limitiert, sondern alleine durch unser technisches Personal. Besonders Motivation und Lust sollen die BewerberInnen mitbringen. Dies ist bei der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen schon die halbe Miete für eine attraktive Ausbildung. Der erste Kontakt zwischen Unternehmen und SchülerInnen ist an der BBS Cora Berliner schon mal erfolgt. Und nun zu unserem heutigen Veranstaltungstipp. Echte Punkrock-Kids kommen am Sonntag im Shea Heinz richtig auf ihre Kosten. Dort verwandelt der Musiker Johnny Carajo nämlich gängige Kinderlieder in coole Punkrock-Songs. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro. Um 16 Uhr geht's los. Und das war es auch schon wieder mit 0511. Wir sind am Montag um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.